Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klamm-Saberort, verantwortlicher Herausgeber, Verleger, Gründer und Redaktionsleitung von British Newsflash Magazin seit 1986, von Radio TV Info, von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, seit 1986. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ein Auszug. Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Und weil ich glaube, es sollte jeder Mensch wissen, es sollte jeder Leser wissen, jeder Zuschauer wissen und natürlich auch jeder Journalist, jeder Jurist, jeder Richter, jeder Staatsanwalt, jeder Polizist, jeder aufmerksame Leser, jeder Mensch sollte die allgemeine Erklärung der Menschenrechte kennen und wissen, weil wir mit allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte und mit der Auslegung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte täglich arbeiten sollten. Im guten Sinne, positiv. Und dazu ist es wichtig, die Rechte zu kennen. Natürlich auch das Grundgesetz, wenn man in Deutschland lebt. Und in Frankreich die Verfassung. Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Artikel 19 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Mehr Informationen zu Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, finden Sie auch im Internet bei www.libertyandpeacenow.org. Gleicher Buchtitel, gleiche Internetadresse. www.libertyandpeacenowhumanrightssupporters finden Sie bei libertyandpeacenow.org auch im Internet. In meinem Buch mit 272 Seiten, das ist eines von 9 geschriebenen und veröffentlichten Büchern, die ich geschrieben und veröffentlicht habe, finden Sie mit gutem Grund auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in deutscher, französischer und in englischer Sprache. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Natürlich geht es um die Menschenrechte. In Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in Spanien und in der Welt. Ich denke, als tunesisch-französisch-deutscher Bürger, ja auch als Kosmopolit, eben kosmopolitisch-weltpolitisch, als Weltbürger, als afro-europäischer Bürger, darf ich mich auch als solcher bezeichnen. Und daher auch die internationale Arbeit für internationale Völkerverständigung und für Menschenrechte seit 1984, sei es im offenen Kanal, sei es für Tageszeitungen wie Speyerer Tagespost, sei es für Magazine wie British Newsflash Magazin oder andere. Übrigens, British Newsflash Magazin gibt es nicht nur als Magazin, sondern auch mit einigen Auszügen aus den Magazinveröffentlichungen auch als Buch. Mit 200 Seiten, wundern Sie sich nicht, dass es etwas mehr kostet als dieses Buch. Dieses Buch kostet um die 19 Euro. Und British Newsflash Magazin ist ein A4-Buch mit 200 Seiten. A4-Buch, Fotos und 200 Seiten. Ich darf es empfehlen, meine Bücher Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters und British Newsflash Magazin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Liberty and Peace Now, das wünsche ich uns allen.